homem que não tem pico. Né? Os homens não tem pico. Né? Eu acho que a gente vai ter que ficar até o final. Gewähren vorzügliche Halben. Bei der Platzierung anlässlich einer Bundesliga-Schau fließen anders als bei einer Landesgruppen- oder Ortsgruppenzuschau weitere Kriterien ausschlaggebend mit ein. Insbesondere im vorderen Bereich muss eine gewisse Zuchtlenkung stattfinden, die sich wiederum an den Zielen der Vereinsführung bzw. an den Beschlüssen der einzelnen Gremien informiert. Hierzu spreche ich das Thema Größe und die Festigkeit des Sprunggelenkes an. Deutlich übergroße Hunde mit loses oder Hunde mit losen Sprunggelenken sind im Ranking nach hinten gerutscht. Ein zentrales Thema der Zuchtlenkung ist auch die Blutlinienbreite. Wenn zum Beispiel, wie es zurzeit gegeben ist, sich auf einer Vaterlinie mehrere Nachkommen aufgrund ihrer hohen Qualität in die Spitze drängen, da müssen Alternativen geboten werden. Bei der Vorstellung der VA-Gruppe werden Sie erkennen können, dass ich diesem Gebot Rechnung getragen habe. Und an dem Gesichtspunkt der Zuchtlenkung fällt aber auch das Ergebnis der TFB-Überprüfung. Ein weiteres Merkmal für eine höhere Platzierung ist die Vorstellung der Nachkommengruppe am Samstag. Hier zeigt sich die Vererbungskraft der Vaterrüden. Das Alter der Vaterrüden ist hierbei zu berücksichtigen. Das zentrale Kriterium für die Endplatzierung ist dann der eigentliche Wettbewerb,
Wir spielen Kondition und Konstitution der jeweiligen Hunde eine entscheidende Rolle. Jede Bundesliga-Zuschauer ist ein neuer Wettbewerb. Die Hunde müssen sich jedes Jahr neu beweisen. Und nun zu den Siegern und zu den Platzierern. Von den 71 Rüden, die in der besten Gruppe hier ausgestellt wurden, erhalten zusätzlich die ersten 13 Hunde die Bewertung vorher. Es gewinnt der Ober von Bad Boll. Er ist ein Quantamines Enkel, mütterlicherseits über Rico Bad Boll kommt mit einer weiten Inzucht der fünften Generation. Ober wurde im letzten Jahr mit VA bewertet, präsentiert die Folge bis der Konstitution. Er ist ein in einem Teil direkt aufgebauter Rücken mit Finalstellung bei einem kranken Kopf. Aus einer zum zweiten Mal vorgestellten, sehr vatertypischen Nachkommengruppe ist heute auch eine